Moin Leute! Hi! Wir befinden uns im Ruhrgebiet, Palmkirmes. Die größte Frühjahrskirmes in Nordrhein-Westfalen steht an. Jetzt offiziell geht die Kirmessaison so richtig los, würde ich sagen. Also spätestens jetzt. Da ist das Haupteingangsschild, beziehungsweise sind wir am Nebeneingang. Der Haupteingang geht irgendwo da drüben los, aber wir gehen immer hier rein, weil wir da drüben parken. Und was man positiv anmerken muss, hier ist dieses Portal. Und darunter hing früher immer so ein riesiges Notausgangsschild. Das ist nicht mehr da und jetzt sieht der Eingang wieder gut aus. Wir werden euch auf jeden Fall mal eine Runde mitnehmen heute und ich werde euch in diesem Video auch mal zeigen, wie denn so diese ganzen Kirmesvideos entstehen und vor allem, wie kann man auch Fahrgeschäfte filmen. Genau deswegen steht hier in der Ecke auch Werbevideo, aber mehr dazu später. Wir gehen jetzt erstmal aufs Gelände, schauen uns ein bisschen um und ja, gucken mal, was wir als erstes fahren. So, wir sind angekommen, das wird unsere erste Attraktion. Hextanz, letztes Jahr schon hier gewesen, genau an der gleichen Stelle. Jetzt irgendwie gefühlt ein bisschen besser angenommen. Ja, irgendwie mehr los. Richtig schönes Ding. Hat da hinten einen neuen Schriftzug, glaube ich, bekommen. Passt jetzt zu den Schriftzügen, die man hier an den Lichtkästen und auch auf den Kassen schon neu gemacht hat. In der Mitte da fehlt irgendwie noch ein bisschen was. Das kommt bestimmt auch noch neu. Wir schmeißen uns da auf jeden Fall jetzt mal eben rein. Wir werden unseren Tag damit beginnen. Ist ein ganz verrücktes Fahrgeschäft. Einzigartig in Deutschland, in Europa und weltweit. Ich glaube nicht ganz. Ich glaube, es gibt in den USA noch eine reisende Variante davon. Aber sehr rare das Ding. Kommt von Zira. Genau. Obwohl, funktioniert das weiß ich nicht so. Ich kann euch nur sagen, dass das Ding ziemlich lustig und cool ist. Und wir steigen jetzt mal eben gleich da ein. Nächste Fahrt dann. Und dann lassen wir uns auch mal endlich durchführen. Ja. War gut? Ja, war gut. Haut jetzt schon wieder die nächste kranke Fahrt hier raus. Showfahrt, ne? Ja, macht auf jeden Fall mega Spaß. Man denkt aber, man würde bei der Gondel vor sich irgendwie gegenknallen. Guck mal, wie wenig Platz dazwischen nur ist. Voll geil. Und ja, ist für Familien einfach ein ideales Geschäft. Ist jetzt kein High-Thrill-Ride, aber für Familien perfekt das Ding. Ja. Und man merkt es auch. Vorne ist der Haupteingang, die Leute kommen hier hin. Da kommen erstmal nur Shake and Roll, X-Factor, also was für die Jugend eigentlich, so was Härteres. Und das ist das erste Familienfahrgeschäft, wo man dann drauf trifft. Und da bleiben sie auch alle stehen. Das ist super cool. Und ja, ihr seht das. Das macht schon was her von außen auch. Und ja, die Fahrt macht auch richtig Spaß. Ja. Oben hebt man immer so ein bisschen auf den Sitz ab. Richtig cooles Ding. Und ja. Jetzt hier vom ganz, ganz großen Highlight, beziehungsweise auch der großen Neuheit dieses Jahr hier in Recklinghaus. Der zweite Platz überhaupt. Letztes Jahr in Köln sind wir schon gefahren, aber gefilmt haben wir es im Vlog für euch noch nicht. Anubis Stella, 55 Meter hoher Fabri-Propeller. Das ist ganz besonders, denn wir hatten aktuell nur noch einen in Deutschland, weil Apollo 13, der ist ja ins Ausland verkauft worden. Wir hatten bereits zwei. Wir haben einmal den XXL Racer von Götzkopf Bergmann, dann kam letztes Jahr der Booster Max von Bose dazu. Ende letzten Jahres auch noch Anubis, sehr, sehr schönes Geschäft auf jeden Fall. Da hat sich auch endlich mal einer wieder getraut, Farbe ins Spiel zu bringen. Die letzten waren ja doch eher so weiß und schlicht möglichst gehalten. Im Gegensatz zu den KMG-Propellern drücken sie richtig, dafür bewegt sich die Gondel nicht so viel. Wir machen das jetzt mal. Ach, schade, dass ich keine Handschuhe mit habe. Es wird langsam wieder frisch. I'm ready. Let's go. So, let's do it for take-off, ja? Yes. Woohoo!
Zwischen dabei sein, Ines, wer drin ist, rein mit euch hier, ja? Nicht an die Bügel ziehen, wir sind hier nicht bei McFit, sonst 22,90, ja? Schaut nicht die Bügel zu, Düdüt. Oh, war das frisch und kalt, aber das war geil. Ja. Geile Mucke hier am Start. Ja, geile Mucke, richtig laute Mucke, Deko ist gut. Und, was auch geil war, wir hatten nicht so ein Übergewicht auf einer Seite. Dadurch nicht dieses kranke Fußkribbeln, was man sonst immer bei den Dingern hat. Das war eine richtig angenehme, coole Fahrt mit geilen Gondelbewegungen. Teilweise sind wir so richtig so rückwärts runter. Ein Richtungswechsel wäre noch ganz cool gewesen. Aber insgesamt ging die Fahrt jetzt mit dem Stehen, was für mich auch dazu gehört, weil man die Aussicht genießen kann. Etwas über 7 Minuten, glaube ich. Das ist okay für 8 Euro. Optisch habe ich ja schon gesagt, mega schön. Und irgendwie immer da, wo wir sind, ist der blaue Himmel über dem Karussell. Und ich hatte ja gesagt, dass ich heute mal ein bisschen zeigen möchte, ja, wie ich jetzt neuerdings Onrides mache. Und ihr habt ja vielleicht auch zuletzt so ein bisschen gemerkt, dass ich mit meiner alten Onride-Kamera nicht ganz so zufrieden war. Demnach war es ganz praktisch, dass die Firma Insta360 auf mich zugekommen ist und mir mal ein paar Kameras angeboten hat. Die habe ich in letzter Zeit schon ein bisschen ausprobiert. Das habt ihr sicherlich selber auch schon mitgekriegt. Das war ja auf dem Kanal relativ offen ersichtlich. Und ja, ich möchte euch das Ganze hier einfach mal vorstellen. Ich habe hier jetzt aktuell gerade die Insta360 Ace Pro. Ja, das ist eine Action-Kamera. Insta360 ist ja eigentlich so ein bisschen dafür bekannt, dass sie 360-Grad-Kameras machen. Daher kommt auch dieser Name. Aber sie sind auch im Action-Kamera-Sektor mittlerweile ganz gut aufgestellt und verkaufen unter anderem auch die Ace Pro, die so ein bisschen das Flaggschiff im Action-Kamera-Bereich von Insta360 ist. Ich benutze die Kamera jetzt tatsächlich sogar gar nicht nur für Onrides, sondern auch für die Vlog-Aufnahmen. Denn das Besondere an der Ace Pro ist unter anderem auch, dass sie einen aufklappbaren Bildschirm hat und ich kann mich ja quasi selber sehen, wenn ich filme. Und das ist beim Vloggen immer ganz cool, weil du dann siehst, was so hinter dir gerade auch abgeht. Und du kannst vielleicht auch mal ins Bild zeigen. Hier ist zum Beispiel der Around the World Turm. Das ist auch auf jeden Fall ein Vorteil, weil ich bin immer ein Freund davon, wenn man so ein bisschen guckt, dass man so ein All-in-One-Paket hat und nicht für jede Aufnahme, die man macht, irgendwie eine andere Kamera oder ein anderes Objektiv rausnehmen muss. Das ist mit dieser Kamera auf jeden Fall gut machbar. Das heißt, ich kann sie für Onrides benutzen und ich kann sie auch für die Vlogaufnahme nutzen, weil ich denke, man hört es auch ganz gut. Der Ton, der kann sie auch ganz gut sehen lassen. Wir sind jetzt aber bei einer Bude angekommen. Die haben wir gerade entdeckt. Das ist ja der Wahnsinn. Wir stehen ja auf Schnitzel, ne? Ja. Hier gibt es jetzt einfach die Schnitzelhütte. Besser kannst du eine Bude gar nicht nennen. Mal gucken, was es da so gibt. Und das werden wir jetzt Hauptsache mal probieren. Schnitzel, ne? Ja, Schnitzel. Essen ist da. Ja. Die hat schon mal einen Tisch reserviert. Das ist voll geil irgendwie, weil du hast so Pommes unten drunter und dann so Schnitzelstreifen da drauf. Und natürlich Hollandaise-Soße. Ja, es gibt auch Jägersoße. Ich finde das cool. Wow, scheiße. 3-Sekunden-Regel. Sieht auf jeden Fall schon geil aus und ist halt so to-go-mäßig auch richtig cool verpackt. Ja, ja, werden wir jetzt mal probieren. Das ist mal ein Reihengeschäft, was auf sich aufmerksam macht. Zeige euch das mal. Mit der Insta360 Ace Pro könnt ihr auch ganz einfach ranzoomen. Ihr verdoppelt damit einfach das Sichtfeld, aber habt keinen Qualitätsverlust. Ihr seht, was hier abgeht und da rauskommt, ist der Wahnsinn. Kommen wir mal wieder zurück. Vor allem, was hier gerade für eine Menschentraube vorstand. Und mit diesen ganzen Bubbles, alle versuchen das so. Und natürlich gucken dann auch alle, wo das herkommt. Das ist krass, wie der Greifer hier auf sich aufmerksam macht. Achterbahntechnisch geht es auch hier in Recklinghausen wieder ab. Es ist tatsächlich die gleiche Achterbahn wie letztes Jahr. Aber in einem gänzlich neuen Look.
Denn das Ding sieht eigentlich gar nicht mehr so aus wie letztes Jahr. Die Stützen hat man neu lackiert. Die ganze alte Katze und Maus von Klünder-Deko ist hier gelandet. Die Katze und Maus ist ja mittlerweile der X-Racer. Gefällt uns optisch nicht so gut. Die Crazy Maus von Arendt wurde demnach jetzt zur Katz und Maus von Arendt. Ist ganz cool, weil man den ganzen damit so wieder so ein bisschen so ein Thema gibt. Ganz viele plastische Deko-Elemente jetzt an der Bahn. Ich finde, der Schriftzug, der ist schon relativ cool, weil der ja so eingefasst ist. Und da hast du halt hier diese Mäuse davor. Du hast das große Katzenmaul, wo die Wagen reinfahren, was halt auch plastisch ist und es richtig gut aussieht. Was sagst du? Mir gefällt der X-Racer. Die Farbe ist nur doof. Findest du den sehr schön? Ja, sehr schön jetzt nicht, aber ich finde es eigentlich ganz cool. Ich fand es als Katze und Maus persönlich, fand ich die Klünder waren schöner. Aber hier gefällt mir das Katzenmaul besonders gut. Ja. Diese Tom und Jerry vorne finde ich nicht so cool. Vor allem, weil die irgendwie abgehackt ist. Ja, es ist irgendwie, bin ich ehrlich, ein bisschen zusammengewürfelt wirkt es jetzt. Also so ein bisschen random. Ich meine, die Deko ist cool, aber jetzt hast du auch die Motive. Du hast da einen Spinning Coaster von Gerstlauer an der Seite drauf. Ja, aber das Katzenmaul finde ich wirklich cool. Noch cooler wäre es, wenn da noch so ein Tunnel dahinter wäre wie bei Goebbels. Ja, einfach so eine Plane würde ja reichen. Ja, und auch hier die beiden Mäuse oder die drei, eine Maus und eine Katze. Noch eine Maus und eine Katze sind auch cool. Ich meine, der Zuspruch durch Physik ist, glaube ich, bisher die vollste Attraktion, die wir heute gesehen haben. Dann haben wir hier zur Linken ein 80 Meter hohes Karussell. Der Starflyer von Van der Beek Around the World XXL macht auf jeden Fall was her mit Rückwand und allem drum und dran. Finde ich das Design ganz cool. Damals unter Meier war da ja gar nichts dran. Der kommt ja aus der Schweiz, der Turm. In den Niederlanden hat man den so ein bisschen aufgepäppelt. Auch der kommt frisch aus Münster. Eins der großen Highlights hier in Recklinghausen. Und wir fahren da jetzt gleich mal. Guck, da kommt glatt der blaue Himmel genau über dem Geschäft raus. Sonderschirm hier. Playboy. Palmkirmes. Ja, dieses Pink ist unverkennbar. Endlich wieder Palmkirmes. So, das ist das gute Stück, was ich gerade angesprochen habe. Hier gerade auf meinem Stick montiert, den ich normalerweise nutze. Immer wichtig, mit Schlaufe, dass man das schön um das Handgelenk binden kann, während man fährt. Am besten noch zum Festziehen, dann kann es auch nicht wegfliegen, falls das mal loslassen sollte. Bei der Insta360 Ace Pro ist es aber ziemlich cool. Ihr habt hier so einen Schnappverschluss. Da drückt ihr einfach hier an den beiden Seiten, dann geht die Kamera ab und könnt das auch ganz leicht wieder drauf machen. Und müsst ihr nicht aufwendig jedes Mal anschrauben und abschrauben. Jedenfalls ist es ganz cool, wenn ihr zweimal diesen Schnappverschluss habt, dann könnt ihr den auch an eine andere Befestigungsmöglichkeit dran machen. Ich habe das in dem Fall gemacht. Ich habe hier so eine Klemme, die kann man gut an die Breakdancer vorne, an die Griffstangen und so weiter machen. Ja, dann kann man das einfach draufschlagen, dann ist das Ganze wieder bombenfest, müsst nichts losdrehen. Könnt es dann hier quasi mit der Klemme einmal an der Gondel festmachen. Das hier ist auf jeden Fall sicher und kann nicht wegfliegen, weil ja, das ist quasi formschlüssig gesichert. Werden wir jetzt hier beim Playboy mal nutzen. Ihr kriegt ein paar Eindrücke von der Bahn. Hey!
das kam mir irgendwie schneller vor als sonst. Also zumindest für Playboy-Verhältnisse. Ich meine, Krange, die Fahrt war auch gut. Jetzt sind wir in Datteln letzte Woche. Bist nur du gefahren vor 2 Wochen? Ja, da war nur so okay. Ja, aber jetzt war wieder richtig gut. Aber das war halt echt Spaß gemacht. Da waren schöne Momente bei, wo man mal so runter... Und Leute, ich hab so eine Urne hier. Da habe ich Zettelchen drin und da ziehen wir jetzt mal los. Hallo Moritz, hallo. Herzlich willkommen in Recklinghausen. Ich wünsche euch noch was. Jo, dir auch. Das ist mittlerweile ein Insider am Lingmonster geworden. Ja, aber war eine gute Fahrt. Da waren wir stehen geblieben. Und der Platz ist mittlerweile auch richtig voll geworden. Aber das hatten wir letztes Jahr hier schon gesehen. Die Fahrgeschäfte werden irgendwie nicht voll. Die Leute gehen zwar gut über den Platz, die sehen ja richtig was los, aber auch der Musikexpress nicht mal die Hälfte besetzt. Ist ein bisschen schade drum. Naja, Discojet von Heidmann, schöner Musikexpress, kam jetzt aus Münster direkt hier rüber. Die Hälfte des Platzes. Da ist es gar nicht so schlimm, dass wir in Münster kein richtiges Video gemacht haben. Ihr seht hier den Großteil davon eh wieder. Wir bewegen uns jetzt einfach mal weiter in diese Richtung. Richtig schön bebauter Gang hier. Und lassen uns einfach mal ein bisschen treiben. Wir sind jetzt hier beim Kickdown. Erstmalig hier in Recklinghausen und das zur 10-jährigen Jubiläumstour, denn das Ding wird jetzt 10 Jahre alt. So lange ist das schon bei Landwehrmann. Kommt mir alles viel kürzer vor. Und jetzt auch mal nach Recklinghausen geschafft. Der Standplatz ist sehr cool, beziehungsweise irgendwie auch komisch. Denn so lange existiert diese Reihe noch gar nicht. In den Vorjahren war hier immer ein Propeller. Ganz am Anfang stand mal der Apollo 13 hier drüben, so in der Umgebung. Und in den letzten Jahren immer so Fighter, Jekyll und Hyde-mäßig, KMG-Propeller. Genau hier, der hat den Gang halt belebt, weil die Leute von Weitem gesehen haben. Das ist übrigens Ricardo, den wir jetzt auch schon vom Rocket kennen diese Saison. Die haben halt die Leute hier in diesen Gang gezogen. Und dieses Jahr gibt es halt kein Hochfahrgeschäft, außer diesen Leuchtturm. Das ist aber kein Fahrgeschäft. Deswegen bin ich so ein bisschen gespannt, wie der hier klarkommt. Weil ich kann mir gut vorstellen, dass hier gerade am Abend und am Anfang des Tages der Gang so ein bisschen leer ist. Aber naja, jetzt gerade sieht es ganz gut aus. Und das werden wir ausnutzen, uns auch mal ein Fahrschiff holen und dann mal einsteigen hier und uns mal richtig durchschleudern lassen. Ja. Frische Bügel, Sarah. Das fühlt sich richtig gut an. Das sieht nicht nur gut aus, das fühlt sich auch gut an. Genial. Da warten wir mal noch auf die letzten 1, 2, 3 Sitzplätze. Ja, sonst beschwerst du dich immer, dass es zu locker ist. Und jetzt ist es zu eng. So Allbügel werden hier aufgehört. Kriegen wir noch Besuch. Wir kriegen die Plätze hier gefüllt. Zum ersten Mal in Recklinghausen, Freunde, das geht ab hier. Ja!
Wettermäßig ist es schon mit das Heftigste, was ihr machen könnt, glaube ich. Gar nicht mal irgendwie vom Drehen oder so, aber in Deutschland, ihr werdet so hart in den Sitz gedrückt. Happy Birthday! Hä? Die Daumen und so. Ach so. 10 Jahre. Das war richtig geil. Und der Arm, der dreht ja irgendwie so schnell, dass der... Wir müssen noch mal Sarah interviewen. Moment, war das heftig? Ach, rein, die neuen Bügel, wirklich. Da sitzt ihr drinnen wie im Bett. Ja, ich fand es ganz entspannt, aber ich saß halt auch außen. Wie ihr vielleicht seht, ist es dunkel geworden, liebe Leute. Es gibt sogar zweimal Playball hier. Ja. Hat Sarah vorhin entdeckt. Es gibt nicht nur das Fahrgeschäft, sondern auch dieses wunderschöne Spielgeschäft, wo man hier so Bälle da reinkugeln kann. Und hier ist der Kartoffellord. Da haben wir auch schon öfter mal gegessen. Ja, ist auch sehr lecker. Sehr lecker, aber ich habe gerade absolut keinen Hunger. Die Schnitzel hat mich schon sehr, 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 sehr gestärkt. Was soll ich sagen? Sarah, was soll er sagen? Das muss ich doch nicht sagen. Was das muss ich doch nicht sagen. Das muss ich doch nicht sagen. Leute, kommt vorbei, Recklinghausen. Kannst du auch so dieses so tanzen, wie der Mann da beim Ghost so tanzt? Nein. Der macht so. Hallo Karl. Das ist aber der alte Soundtrack. Egal. Aber der alte ist auch gut. Ja, bei Hallo Karl. Django. Ich bin das noch nie gefahren. Echt? Du bist Kesseltanz schon gefahren? Ja, ich habe mich da in die Mitte gestellt und habe voll den Anschluss gesehen. Ja, du kommst auf den Parkplatz. Ich so, das kenne ich. In die Mitte setzen. Ja, da war ich in die Mitte gesetzt, das ist lächerlich. Nee, da wird man anstrengend. Sarah ist auf den richtigen Riecher von Flammlachs gekommen. Ja, das ist eine runde Sache. Aber hier fehlt die Honig-Senf-Soße. Ja, die hat nur Creme Fraiche. Ja, das ist hier unten drin. Aber der Lachs ist wieder so geil gewürzt wie in Leipzig. Ich finde das hier irgendwie ein richtig cooles Bild. Ihr habt rechts das Actionhaus, was generell schon ein cooles Laufgeschäft ist, weil das halt auch mal Tiefe hat und alles in dieser Halle drin ist. Und dann habt ihr halt hier so richtig coolen Blick mit links noch dieser mega riesigen Kuscher Bora Bora Bude. Ich finde einfach, dieser Blick hier runter ist richtig cool mit der Schaukel da hinten noch. X-Faktor. Ah ja. Wie sie auf Inline-Skates in Livestreams fangen. Und keine Ahnung, ich bin nicht so im Twitch-Game, aber dieses Jahr nur eine kleine Schaukel. Letztes Jahr war es diese und noch Excalibur hier. Die X-Faktor hat sich durchgesetzt. Wird sicherlich auch sein Publikum da finden. Was die Insta360 Ace Pro auch ziemlich gut kann, ist dunkles Licht. Und ich habe jetzt gerade mal den Nachtmodus quasi angeschmissen. Pure Video nennt sich das. In dem Modus ist die Kamera nochmal ein bisschen lichtstärker zum Abend, als sie es ohnehin schon ist. Ich finde die Aufnahmen auch ohne den Pure Video Modus schon ziemlich cool. Aber ihr seht das im Hintergrund, das ist alles ziemlich gut ausgeleuchtet. Und ich bin damit extrem zufrieden. Ihr könnt mit der Kamera im normalen Videomodus in 4K bis zu 120 Bilder pro Sekunde filmen. Das habt ihr sicherlich in den letzten Videos auch gesehen, dass ich da so ein bisschen rumprobiert habe, dass ich mit diesem ganzen 4K-Zeug noch ein bisschen zurechtfinden, weil die Speicherdateien sind natürlich auch entsprechend groß. Ihr könnt mit der Kamera sogar in 8K filmen, dann habt ihr aber nur 24 Bilder die Sekunde. Der Pure Videomodus kann aber maximal mit 30 Bildern die Sekunde genutzt werden.
Jumper ist auf jeden Fall immer ein Highlight hier in Recklinghausen und hat sich in den letzten Jahren hier auch immer direkt links neben dem Riesenrad etabliert. Ja, wir werden uns jetzt mal da in die Schlange einreihen und hoffen, dass wir in der nächsten Runde mitfahren können. In den nächsten Runden irgendwann. Ich kann zwar nicht mehr. Auf Jägermeister! Das ist so geil. Und jedes Mal die Gondel anzudrehen. Das ist so cool. Das ist einfach eine perfekt auf die Fahrt abgestimmte Show. Und da kannst du nichts mehr sagen, Alter. Die nehmen halt ihre 6 Euro, aber jedes Mal, wenn wir davor stehen, denkst du dir so. Ja, ja, machen wir. Der liegt jetzt wieder kacke. Der lag gerade richtig gut. Bitte nicht holen. Aber ich will den auch. Die sind auch zu schwer, selbst wenn er einen festen Griff kriegen sollte. Ich glaube, der geht vorbei. Kapi. Kapi Tower? Ja, toll, aber wir haben Kapi. Kapi Tower, 2. Wir haben schon einen dunkelbraun, wir wollten unbedingt den hellbraun. Der ist viel weicher, der ist gar nicht so hart wie Kapi. Wir holen eigentlich immer was raus, wenn wir uns entscheiden zu spielen. Ja, muss halt echt gucken, dass die gut liegen und wirklich... Jetzt liegt der hier noch ganz gut. Ja, da kommst du schon nicht mehr dran, weil du kannst nicht nach links. Aber das ist eigentlich auch schon zu weit weg. Du musst da echt ein bisschen gucken vorher. Wir haben auch einmal schon recht viel Geld versenkt und nichts rausgeholt. Aber meistens haben wir Glück, da holen wir die schon beim ersten oder zweiten Versuch raus. Sarah hat Breakdance-Tickets organized. Ja. Dann fahren wir mal eine Runde. Muss man eben noch den Akku wechseln. Ja, vielleicht auch nicht. Ja, Palmkirmes ist immer so ein bisschen schwierig und gerade seit letztem Jahr irgendwie erstaunlich leer. Also die Wege sind voll, aber die Fahrgeschäfte sind irgendwie nicht mehr so gut besucht und ja, auch an sich da in der Ecke vom Breakdancer war es irgendwie schon ein bisschen ruhig und tot alles. Ist irgendwie sehr schade, weil ich hatte früher Recklinghausen war immer so ein richtiges Highlight, auch bis abends, ja. Da war richtig Ramazamba immer noch. Das ist dieses Jahr und auch letztes Jahr, das ist schon aufgefallen, nicht mehr so. Irgendwie schade drum, aber ja, grundsätzlich ist das ein Platz, also von den Gegebenheiten ist der einfach nicht schön, auch mit dem Drumherum. Die machen immer schon ganz gut was raus. Es gibt ein paar Ecken, die sind echt schön, hatte ich auch vorhin gesagt. So, wenn Sichtachsen sind teilweise echt cool, auch mit der Achterbahn und dem Starflyer dahinter. Das sieht total cool aus, auch wenn du so filmen willst. Und es ist halt auch eine relativ große Kirmes, aber
so an sich finde ich den Platz halt nicht schön. Obwohl er infrastrukturell ziemlich cool ist. Er hat einen Parkplatz direkt vor der Tür. Für 3 Euro könnt ihr da parken. Das ist für Kirmesverhältnisse relativ günstig. Ihr habt hinter der Kirmes auch noch eine relativ große Parkfläche an einer Straße. Und auch rundherum könnt ihr eigentlich ganz gut parken. Also das ist schon ganz schön hier in Recklinghausen. Ich hoffe, ihr habt auch einige schöne Eindrücke von der Insta360 Ace Pro bekommen, die ich in dem Video hier größtenteils vorgestellt habe. Ich habe tatsächlich nicht alle Aufnahmen mit der Ace Pro gemacht. Die On-Ride-Videos vom Shake, vom Around the World XXL und vom Hexentanz, die sind mit einer 360-Grad-Kamera von Insta360 entstanden. Die stelle ich in einem anderen Video nochmal genauer vor. Solltet ihr aber jetzt Interesse zu diesen Kameras bekommen haben, packe ich euch unten in die Beschreibung einfach mal so einen Affiliate-Link rein. Der führt euch zum Spring Sale, den Insta360 noch bis zum 2. April veranstaltet. Und da bekommt ihr aktuell die Kameras von Insta360 ein bisschen günstiger, teilweise sogar ziemlich stark reduziert. Vielleicht wollt ihr die Chance ja nutzen. Wenn ihr darüber bestellt, kostet euch das nicht mehr. Aber dafür, dass ihr bei mir eben auf diesen Link geklickt habt, kriege ich auch noch so einen kleinen Anteil davon. Beschickung? Ja. Könnte noch so ein krasses Highlight vertragen, meiner Meinung nach, aber ist von allem was da, was man braucht. Eine große Schaukel oder so, Infinity oder einfach eine Konga oder sowas in die Richtung fehlt irgendwie. Irgendwas, was noch in den Himmel geht, meiner Meinung nach. Ja, ansonsten hast du aber eigentlich alles parat, ne? Ja. Großen Propeller, Neuheiten. Alles, was du brauchst. Ja. Dann verabschieden wir uns aus Recklinghausen und sagen Goodbye. Goodbye. Tschüssi. Tschüss.